Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Heroes. Im letzten Part sind wir in Kapitel 10 stehen geblieben. Machen weiter. Erstmal tut er mir mein Text klauen. Warte, wir haben kein Interesse an einem Kampf gegen euch. Im Gegenteil, danke, dass ihr uns von Prinzessin Veronikas Plan erzählt habt, die Ruinen zu zerstören. Ihr wollt euch bei mir bedanken, ha, ihr habt nichts verstanden. Was? Sorge nur dafür, dass die Sache interessant bleibt. Wenn meine Schwester Aske erobert, heimt sie den ganzen Ruhm ein. Wer will das schon? Oh, die Schwester. Schürt, Veronika ist meine kleine Schwester. Mein Name ist Bruno, oder für mich ist Prinz Bruno des Imbladischen Imperiums. Prinz Bruno, aber? Genau, euer Feind. Damit haben wir Grund genug, euch bis aufs Blut zu bekämpfen. Und das werden wir. Okay, also sollten... Ja, erstmal... Jetzt ist jetzt, ich muss die in 6 Runden besiegt haben, oder... Wahrscheinlich kann ich denen keinen Schaden machen oder so. Aber die mir. Oh, das habe ich zu spüren bekommen gerade. Und wie? Ja, Bruno. Aber warum steht da immer noch dieses Fragezeichen? Ist das doch vielleicht Sascharias oder wie auch immer der heißt? Die ich gerne Zickzack nenne. Okay, ich kann ihm doch schaden. So, im letzten Flieger muss ich erstmal bekämpfen. Der ist der schwierigste, der ist eigentlich am einfachsten besiegt. So, jetzt mal wieder Nachricht von YouTube bekommen, wie das bei mir gewohnt ist. So, jetzt mal diesen Bruno schlagen. Aber warum steht der immer auf dieses Fragezeichen? Das irritiert mich ein bisschen. Enemy Face. Okay. Ja, Alga, halt dem. Weil ich würde den mit dem nächsten Schlag besiegen und der one einfach mal Olivia. Yay. So wie ich es gerne habe. Nicht. Alter, nervt das YouTube. Ne, warte, ich mach das intelligenter. Mal durch ihn besiegen. Gut, eigentlich ist er ja unser Hauptgegner in dem Kampf. Und dann benutze ich ein Segen des Lichts. Zu die anderen heilen. Und dann geht's richtig ab. So, ich mach das jetzt so. Dann kommt die Route auf 4 KP. Dann könnte ich, wenn ich dran gucke, einen Tanz machen. Ne, natürlich nicht. Ich komme ja nicht weiter. Also 5 mm die Stunde. Wenn sieht man, da 3 Felder maximal. Ja, der kriegt das so, er kriegt da noch Pflege. Ganz ehrlich, wie die hier unnötigerweise das in die Länge ziehen. Schon unglaublich. Ja, du doch weiter mit genau dem. Knüppeln, mit dem ich keinen Schaden machen kann. Ja, genau.
So, Corin. Schlägst Sorin mal wieder die Fresse. So. Und dann finde ich ihn mit ihm. Virion, weil ich davon mal Bock habe. So. Also, die kommen keine zwei Felder bei. So, Alia macht mir mal sage und schreibe 0 Schaden. Ist eine gute Idee. So, du kriegst jetzt mal 18 KP Schaden von meiner Olivia. So, Schwertkrieger wird jetzt mal geklatscht. So. Gefahrenzone. So machen wir das mal jetzt bei Virion auf dem Heiler. Und dann Corbin. Lanzen. Der Lanzenflieger wird gleich sowas von geowned. Doch bitte mal mit Corbin. So, jetzt mal Lanzenflieger ownen. Problem ist, der kommt auch jedes Mal weitere raus. So, und du besiegst im Schwertflieger. Alter, lass doch bitte mal Virion in Ruhe, der hat doch nichts gemacht. Ist geklärt sogar schon. Krass. Ich glaube, die kann man auch gar nicht besiegen. Man dir kennt schon. Na los, kämpft nur weiter, egal. Wie sehr ihr euch bemüht, euer Widerstand ist bedeutungslos. Solange unsere Helden Emblas Segen besitzen, könnt ihr nicht gewinnen. Ja. Alter, in dem Part habe ich sogar nur einen Kampf geschafft. Oder du mal jetzt die Parts mal auf 50 Minuten machen. Ne, komm, wir beenden es bald für heute, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss, euer Famous MK.